Leute, heute steht Season 18 mal wieder im Mittelpunkt. Zwei feste Informationen habe ich für euch. Zwei Sachen, die definitiv kommen. Zwei fette Sachen. Und ich denke, dass es in Season 18 noch ein paar mehr Sachen geben wird. Ich möchte das dritte nochmal ansprechen, was sehr, sehr safe zu sein scheint, laut Dataminern, Leakern. Ich habe es heute erst wieder gehört. Tatsächlich soll Cross-Progression kommen. Natürlich nicht offiziell bestätigt, das muss man ganz klar sagen, aber es soll kommen. Noch immer ist nicht ganz klar, wie es kommt. Werden zwei Accounts verschmolzen, hallo Deutsch. Einer hat aber das Thema One-Way-Ticket in den Mund genommen. Das könnte jetzt sein, dass du einfach nur auf eine Plattform wechselst und dabei nicht zwei Accounts verschmolzen werden, sondern du wechselst mit dem ganzen Stuff von einem Hauptaccount einfach nur die Plattform. Nicht mehr, nicht weniger. Ich gehe davon aus, dass du sicherlich wieder zurückwechseln könntest. Aber es geht darum, dass du nicht zwei Accounts zusammenpacken kannst, dass du vielleicht auf dem Erbstück A hast und auf dem anderen Erbstück B, und dann knallst du das zusammen und hast beide Erbstücke auf einem Account. Das soll wahrscheinlich nicht so sein. Aber jetzt reden wir nicht weiter über die Theorie, sondern über das, was praktisch definitiv kommt. Und zwar soll leider Stormpoint, das ist nicht die beliebteste Map, aber wer weiß, in Season 18 wird sie vielleicht endlich der absolute Bringer. Erinnert euch, in den vergangenen Jahren World's Edge, Olympus nicht ganz so stark, World's Edge und Kings Canyon eigentlich eher. Die haben über die Jahre immer mal für längere Zeit gefehlt, kamen dann wieder und die Map war dann eigentlich nicht mehr die, die sie mal war. Und genau das wird jetzt in Season 18 mit Stormpoint passieren und es wird meiner Meinung nach Zeit. Warum? Ganz einfach, schon in, ich glaube, Season 13 oder in Season 12, ich bin mir nicht mal ganz sicher, wurde schon das Town Takeover für Bangalore geleakt, was auf Stormpoint stattfinden sollte. Das kam dann nicht, wurde um eine Season angeblich verschoben, kam wieder nicht. Dann war die letzten zwei Seasons jetzt 17 und 16, hieß es eigentlich, dass das Stormpoint Town Takeover von Watson auf Lightning Rod ganz im Norden auf Stormpoint kommen soll, ist auch nicht passiert. Ob da jetzt irgendwas vielleicht mit dem Map Rework kommt, dass vielleicht sogar der Spot für Watson dann tatsächlich da schon mit inbegriffen ist, könnte tatsächlich sein, nur meine Theorie. Aber dass Stormpoint das fette Rework bekommt, können wir jetzt in einem Teaser schon sehen. Ich starte jetzt erstmal den ersten Teaser und ich habe drei Teaser-Daten für euch, in dem sich jeweils an verschiedenen Tagen etwas auf Stormpoint ändern wird, und ich habe auch den Revenant Reborn Teaser Tag für euch, das Datum. Zum einen können ihr habt es ja jetzt sicherlich im Mid-Season-Update mitbekommen, wir haben jetzt Kings Canyon und Olympus nicht mehr, dafür ist Broken Moon und Stormpoint zurück und wir sehen im Auswahlbildschirm im Hintergrund einen fetten Sturm aufziehen. Den können wir auf der Map ein bisschen genauer beobachten, wenn wir wie hier im Jump Ship oder außerhalb, wenn wir dann springen, ein bisschen genauer Richtung Süden gucken. Oder ich spule einfach mal ein bisschen vor. Da bin ich mit dem Trident bis ganz in den Süden gefahren. Und dort könnt ihr das noch ein bisschen genauer beobachten. Die Wolken bewegen sich ein bisschen, fettes Gewitter und so weiter und so fort. Man sieht deutlich, irgendwas scheint da zu passieren. Und es gibt noch einen weiteren Teaser. Ob der noch im Spiel kommt oder es eigentlich nur ein Twitter-Teaser ist, wie das manchmal so ist, dass bestimmte Sachen nur auf Twitter gepostet werden. Das ist und zwar diese Meldung, das ist so eine Art Nachrichtensendung, Outlands TV wird das wahrscheinlich heißen, Breaking News, und diese Wettertante oder diese Nachrichtensprecherin, die spricht darüber, dass ein fetter Sturm auf Stormpoint oder vor Stormpoint aufzieht mit Blitztornados und so weiter, katastrophale Lage. Ein Special Team hat sich da niedergelassen und hat das genau beobachtet, totale Zerstörung, Dörfer sind kaputt, alles ist im Eimer und nichts ist, wie es mal war und so weiter und so fort, grob inhaltlich, damit ich jetzt nicht den ganzen Text übersetze, und dieser Sturm zieht auf Richtung Stormpoint und das teasert uns das Map-Update und das wird endlich mal Zeit. Optisch ist die Map eigentlich geil, aber wir sind uns fast alle einig, dass die Map eigentlich für Battle Royale und Ranked nicht so richtig geeignet ist, aus Gründen, die wir alle kennen. So, wir haben ja jetzt an sich den Ingame-Teaser schon am Start. Und am 14.07. ändert sich dieser Teaser. Dann kommt am 21. eine Woche später nochmal einer und eine Woche obendrauf, am 28. ist der finale Teaser. Wir können also davon ausgehen, dass dieser Sturm von Woche zu Woche immer ein Stück näher kommt. Und vielleicht sehen wir sogar den Sturm live auf Stormpoint. Das allerdings ist nicht fest klar, würde ich mir aber mega geil vorstellen. Vielleicht ist das so eine Art kleines
Oder eben großes Wetterevent, wenn man sich den Sturm genauer anguckt, ist das eine richtig fette Sache. Vielleicht starten wir eine Runde und mitten in der Runde passieren halt krasse Sachen. Keine Ahnung. Irgendwas ganz Übertriebenes wie in Battlefield mit einem Tornado. Das wird, ich glaube, das ist zu krass für Respawn. Sind wir mal ehrlich, das wird nicht passieren. Aber in meinem Kopf stelle ich mir das richtig geil vor. Auf jeden Fall wird dieser finale Teaser dafür sorgen, dass wir in Season 18 ein fettes Rework für diese Map bekommen. Ich freue mich, weil dolle verschlechtern kann man die Map nicht. Es kann eigentlich nur noch besser werden. Und ich würde es mir wünschen, ein bisschen Abwechslung mit einer neuen, alten Map, die endlich beliebt ist. Das wäre doch geil. Ich weiß, dass Kings Canyon zum Beispiel für viele nicht so beliebt ist. Nur die Oldschool-Heinis, die schon von Anfang an dabei sind, feiern eigentlich Kings Canyon nach wie vor. Viele finden aber Stormpoint scheiße. Und es ist einfach trotzdem eine schöne Map, aber sie spielt sich le leicht bescheiden. Und hoffentlich passiert da jetzt irgendwas Krasses. Und jetzt kommen wir, last but not least, zum Revenant Reborn Glitch. Ich habe das jetzt leider hier nicht mehr drin. Ich habe es aber vor kurzem gezeigt. Am 22.07. im Auswahlbildschirm, wenn wir auf Revenant draufgehen, nicht nur wenn wir draufgehen, sondern wenn man Revenant im Auswahlbildschirm sieht, glitscht der so ein bisschen hin und her. Das ist ebenfalls ein Teaser für das Rework Reborn Update in Season 18. Und uns ent. Och, meine Fresse, habe ich ein Sprachfasching, das glaubst du nicht. Und uns erwartet noch ein Stories from the Outlands Trailer mit Loba, mit Valkyrie. Und wir können dann noch ein bisschen was zocken, was spielen. Das möchte ich hier nicht spoilern. Das habe ich in einer der letzten Videos getan. Wer das jetzt schon wissen will, sollte da mal reinschalten. Das ist auf jeden Fall eine absolut fette Sache und teasert tatsächlich dieses Revenant Reborn Ding. Nur wie das aussehen wird, ist nicht ganz klar. Auch dazu gibt es Leaks, wer das Video nicht gesehen hat. Vor ein paar Tagen habe ich über die neuesten Revenant Reborn Fähigkeiten gesprochen, weil alles, was wir vor bis 2 Wochen und viele Monate zurück alles gehört haben mit Unsichtbarkeitsquatsch und keine Ahnung, was für ein Gedöns und Wallrun, das ist alles dahingeschmissen. Er kriegt völlig neue Fähigkeiten laut einem Insider von Respawn. Zieht euch das Video noch rein, falls ihr das verpasst habt. Lohnt sich auf jeden Fall. Die Fähigkeiten sind meiner Meinung nach von Revenant Reborn sehr, sehr interessant. Das war's soweit von mir. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und bin natürlich wie immer gespannt auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.